Jetzt habe ich, glaube ich, ein kleines Schmankerl gefunden. Ich glaube, das wohl verstörendste SpongeBob-Fangame. Es ist noch nichts aussagend. Ja, Mr. Krabs. Sieht mir nach Knast aus. Wieso ist er im Knast? Wir werden es herausfinden. Play. Bap! Mr. Krabs, du siehst nicht so... Okay, wir müssen solche Flashlight anscheinend besorgen für Mr. Krabs. Wir können kämpfen. Wir können rennen. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Wow, ist er irgendwie danach süchtig? Ich habe so das Gefühl. Ich habe mir die Beschreibung jetzt nicht so ganz durchgelesen von dem Spiel. Okay. Rennen wir mal die... wir rennen und springen und fighten uns durch unsichtbare Gegner. Du bist ja unsichtbare Gegner und so. See Needle. Haben wir gar nicht hier? Ach, wow, ich kann die Bewohner hier umhauen. Yeah, bin halt der Beste. Ja, Achtung, hier kommt Mr. Krabs. Was war das? Au! Au! Boah, kriegst du gleich mal eine. Haut er mich? Da ist noch einer. Bam! Bah, weg! Und dich! Und du! Und dich mag ich auch nicht. Oh, da ist wieder was. Da ist wieder was. Hallup! We have two! Wow, Mr. Krabs kann sogar klettern. Wo ist SpongeBob? Und wo ist Patrick? Ich brauch Patrick. Weiß nicht, wo Patrick ist. Aber ich mag... dich nicht. Ja, egal. Wo sind die alle? Ah, da sind welche. Ja, die kommen alle vom Jump Bucket wahrscheinlich. Ich weiß, habe ich schon ein Flashlight gesehen. Ja, ich weiß. Da ist SpongeBob. Ah. Bam. Au. So, eine auf die 12 und weiter geht's. Was ist das für ein Spiel? Da ist SpongeBob. Sehr SpongeBob. SpongeBob, wie schaust du aus? Ja, huch. Du siehst ein bisschen anders aus, Kollege. Please, Mr. Krabs, I need you to get my ketamine. It's in the town over there. Please, Mr. Krabs, I'm fiending. Also, braucht es nicht Mr. Krabs, sondern SpongeBob? Wie verstörend ist das Spiel? Kann ich? Na, das SpongeBob natürlich nicht. Aber wie, was, warum? Es ist so eine tolle Serie, weißt. Ich weiß nicht immer, wo ich lang muss. Irgendwie in irgendeiner Town. Er hat es aber mir auch gerade gezeigt, eigentlich, wo ich lang muss. Alter, da kommen sie aber alle. Au! Oh, als Mr. Krabs musst du echt auf alles vorbereitet sein. Wie jung, ne? Ich brauche noch zwei. Was ist das sogar schon von dem Spiel oder was? Hat er nicht hierhin gezeigt oder? Keine Ahnung. Ich renne einfach mal blöd durch die Gegend, weil das ist das Einzige, was ich hier gut kann. Da ist nochmal eins. Give me. 4 out of 5. Und ich bin auch schon fast weg. Wenn ich meine Lebensanzeige sehe, bin ich fast weg vom Fenster. Wo ist Patrick? Okay, eigentlich bei dem Stein. Eigentlich ist er bei dem Stein. Und da ist von Tadeus. Hier ist eigentlich Tadeus. Und da ist Patrick. Wo soll man hier? Ist da vielleicht zufällig noch das letzte Fläschle, was wir brauchen? Da ist Tadeus. Wieso ist er nicht da? Die große Krabbe, okay. Ja, ist ein bisschen simpler dargestellt. Oh Gott, ich komme da nicht rein. Wow, wollte ich mich gerade reinglitschen? Ja, ich habe... Ja, tolle Aussichten. Was ist auf Fleischbällchen? Okay. Hi. Hey, Mr. Krabs, I need you to sell these drugs to Sandy. Was? She's in town. Make sure you get my money. Ich habe keine weiteren Fragen. So, wie komme ich hier... Vor allem, wie komme ich hier wieder raus? Das ist die nächste... Also. Lol, ich wusste auch gar... Okay, dieses Spiel ist seltsam. Dieses Spiel ist seltsam. Aber ich habe jetzt alle 5 Dursley beieinander für SpongeBob. Hi, SpongeBob. Holy fuck, thank you so much, Mr. Krabs. Oh, you're a lifesaver. If you want to go get more good stuff, go see Patrick. He's on the other end of town. Was ist mit Patrick? Aber schaut's euch mal, SpongeBob an. Das ist echt verstörend. Also auf der anderen Seite von der Stadt. Wow. Das ist ein sehr bizarres Spiel. Ein sehr bizarres SpongeBob-Spiel.
Es ist verstörend. Ah, da haben wir wieder was. Ich weiß noch nicht, wie viele ich jetzt brauche. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das Spiel noch aushalte. Selten, dass ich so ein verstörendes SpongeBob-Spiel gespielt habe. What up? Freund hat gesagt, dass Patrick ist. We have found him. Schaut mal. Hoho, Alter! Mr. Krabs, you're still doing ketamine? What the fuck? You need to get on that new shit. Take a man's life. Take a man's life, okay. Aber ey, allein, ich muss immer so machen, sonst sieht man es nicht so gut. Aber schaut euch Patrick an! Das ist mal richtig verstörend. Sieht sogar schlimmer aus als SpongeBob. Also ist es jetzt mit Thaddeus und Sandy jetzt so in einem Side-Mission? Also ich muss einfach 4 umboxen. Also was ich am Anfang schon gemacht habe. Okay. Einmal. Hey! Da. Lüll. Aber du darfst auch nur bestimmte umnocken. Nicht jeden x-beliebigen. Das schreibt dir das Spiel so vor. Zack, Nummer 2. Kommt bestimmt gleich die Polizei. Mit B, Polizei. LOL, ich will nicht auf irgendjemanden klettern. Bam. Bam. Da. Haben wir nur noch einen. Lul. Das ist echt crazy, das Spiel. Ah, da ist Sandy. Mit der können wir danach noch reden. Theoretisch. Da. Weg. Okay, ich habe meine Objectives. Mal kurz zu Sandy. Alles klar. Wir müssen das wirklich. Plankton wollte ja immer nur die geheime Formel haben. Und jetzt ist es an der Zeit, dem ein Ende zu bereiten. Das ist ein echt verstörendes Spiel. Die anderen Spiele waren schon verstörend von SpongeBob, aber ich finde, das ist auf der höchsten Stufe. LOL! Jetzt muss ich erst zu Thaddeus. Ich habe mich halt einfach durchgeglitscht, weißt. Also das ist echt das seltsamste, verstörendste ever, hey. Also, oh Gott. I have Angst um mein Leben. Ich habe nicht mehr viel. Hi, guys. Hi. Lol. Lol. Ah, okay, es ist nicht so schwer, wie ich es vermutet hatte. Du musst halt nur schauen, dass du nicht gleich vor ihm stehst. So. Hi. Kommt gleich epischer Boss-Kampf. So, rein Jump Bucket. Wow, hier sieht's gemütlich aus. LOL. Oh, das war nicht gut. Ah! Ich bin halt der Beste. Ich bin unverwundbar. Ich bin Mr. Krabs. Ich heil mich mit Money. So schaut's aus. Hi. Guys. Ja, ja, ich heil mich einfach mit Geldscheinen. Eigentlich, wobei ist eigentlich verkehrt, weil Geld hat für ihn einen sehr hohen Stellenwert. Und zack, kommt Diana. Komm her, komm her. Au. Oh, jetzt sollte ich aufpassen. Ah! Perfekt. Schlüssel! Kann ich hier hoch? Okay, ich kann schon mal nicht hochklettern, aber ich kann wahrscheinlich auf die andere Seite jetzt. Oh, da sind 2. Ah! Oh nein. Niemand mehr. Wahrscheinlich hier den Schlüssel dann einsetzen, dass ich zu Plankton komme. Ah, Mr. Krabs, you are finally here. Now, play me in a coin toss to decide my fate. Münzwurf? Okay. LOL, das Spiel hat sich einfach beendet. Sollte das passieren? Also, entweder ist es nicht im Spiel, oder es war so. Falsche Seite, das Spiel beendet sich. Okay. Dann lass es jetzt gut sein mit dem Spiel. Ist echt eines der verstörendsten, wenn nicht sogar das verstörendste SpongeBob-Spiel, was ich bisher gespielt habe. Was hattet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.